Also eigentlich sollte jetzt das neue Intro stehen, aber das dauert noch ein bisschen. In der Zwischenzeit müsst ihr euch mit einem Cinema 4D Preview begnügen und mit einem Bild, wie das Ganze dann nach 6,5 Stunden Renderzeit aussieht. Es ist ja schon eine ganze Zeit her, dass ich mein letztes Commentary hochgeladen habe, nichtsdestotrotz will ich mit meinem Kanal jetzt einen Neustart wagen. Dafür habe ich heute zwei Themen vorbereitet. Nummer 1 ist Battlefield 4, warum ich es nicht habe und warum ich es mir nicht holen werde und warum ich trotzdem die Beta gezockt habe, ich böser Spieler. Thema Nummer 2 wären dann die Zuschauer, also ihr da draußen, wie ihr meine Themenvielfalt beeinflussen könnt und sollt und müsst. Und natürlich aber auch, wie es auf dem Kanal weitergeht, denn ich möchte versuchen, halbwegs regelmäßig mal Videos rauszubringen, damit man sich auch so ein bisschen an den Video-Output gewöhnen kann. Dann kommen wir mal zum ersten Thema, Battlefield 4. Ich habe es mir nicht gekauft und nachdem ich die Beta eigentlich ganz gut gelobt hatte, kommt jetzt natürlich die Frage auf, ey, warum hast du dir das bitte nicht gekauft? Ich denke, es hat dir gefallen. Die Frage ist natürlich sehr berechtigt und ich kann diese Frage auch nicht ganz objektiv beantworten, subjektiv schlichtweg, weil ich keinen Bock hatte. In die Richtung objektiv geht dann schon der nächste Grund und zwar finde ich es mehr als fragwürdig, dass ein Battlefield 4, das in der Entwicklung wesentlich weniger Zeit und wesentlich weniger ressourcenfressend war als ein Battlefield 3, sogar noch mehr kostet als dessen Vorgänger, was wie gesagt ressourcenschonender war, oder beziehungsweise vom Aufwand her noch wesentlich mehr war als Battlefield 4. Das geht nicht rein und das möchte ich nicht zahlen. Ich möchte kein Teil des Problems sein, dass Spiele immer teurer werden und weniger bieten, beziehungsweise immer billiger produziert werden. Ich möchte da kein Teil von sein. Ich möchte diesen Kommerzwahn, diesen Wahn nach Geld nicht noch unterstützen, indem ich dieses Spiel kaufe, was im Prinzip nur ein riesen DLC ist. Der nächste Grund ist vielleicht für einige auch nicht so ganz nachvollziehbar, und zwar finde ich die Maps nicht wirklich gut. Ich war ein riesen Fan von den Standard-Maps von Battlefield 3, beziehungsweise auch vom ersten DLC Back to Karkand. Die fand ich richtig geil. Und dann, ja, dann ging es so langsam bergab. Also Endgame, die Maps, die waren dann für mich persönlich nicht mehr wirklich spielbar. Das hat weniger was mit den Maps an sich zu tun, als vielmehr mit der Vehicle-Konstellation, dass man da Helikopter hat, beziehungsweise diese Scout-Helikopter, die mich richtig krass genervt haben. Dann diese Flugabwehrgeschütze auf jeder scheiß Map so ein Ding rumstehen gehabt. Und natürlich nicht zuletzt, was mir persönlich aber auch ganz ein Stückchen Spaß gemacht hat, die Dirtbikes. Mit diesen Dingern kann man Spaß haben, allerdings auf Kosten anderer Spieler. Und das ist einerseits gut für mich, andererseits schlecht für andere Spieler, beziehungsweise für mich, wenn ich auch mal normal spielen möchte. So. Map-Layout-technisch fand ich die allerdings auch nicht so überwältigend und deswegen habe ich mir gedacht, Battlefield 4, selber Entwickler, ist gleich danach rausgekommen, wird nicht großartig anders sein. Und das ist eben ein weiterer Grund, warum ich mir gesagt habe, ich hole mir das Spiel nicht, weil mir die Maps so nicht so krass gefallen haben, wie das in Battlefield 3 war. Also dieses Gefühl, wirklich rumzurennen, Krieg zu spielen, auch wenn das jetzt ein bisschen doof klingt, das hatte ich auch in der Beta nicht gehabt und deshalb werde ich mir das Spiel wahrscheinlich auch zukünftig nicht holen. Gut, dann kommen wir zum zweiten Teil des Videos und das ist die Community, das seid ihr. Und zwar möchte ich hiermit euch aufrufen, mir auf Facebook, Twitter und wo ihr mir sonst noch überall folgen könnt, meinetwegen auch hier auf YouTube, Themenvorschläge zuzusenden. Denn es ist aktuell so, dass ich dadurch, dass ich keine aktuellen Shooter spiele, keinerlei Themen zur Verfügung habe, über die ich reden kann. Und deshalb denke ich mir, über was wollt ihr mich reden hören? Habt ihr spezielle Themenwünsche? Habt ihr irgendwas, was ihr mich schon immer mal fragen wolltet, wozu ich mal meine Meinung äußern soll? Oder was weiß ich? Packt das alles mal in die Kommentare, in der Nachricht, bei Facebook, in den Post oder Twitter. Macht, was ihr wollt, wie ihr das Ganze wollt. Die Links dazu findet ihr natürlich unten in der Beschreibung. Gut, okay, dann kommen wir zum letzten Punkt und das ist heute, wie wird es denn auf meinem Kanal weitergehen? Ich habe ja schon gesagt, ich will versuchen, einen regelmäßigen Video-Output zu halten. Das wird sich allerdings nur auf ein, beziehungsweise ein Video alle zwei, also entweder ein Video pro Woche oder ein Video alle zwei Wochen beschränken, da es absolut nicht absehbar ist, wann ich in der Woche Zeit habe, um Videos zu produzieren, beziehungsweise wann ich die hochladen kann und wie aufwendig das Ganze sein soll und wird. Das heißt, es wird sich ein bisschen nach hinten verschieben oder vielleicht auch mal eine Woche ein Video gar nicht kommen. Ich habe aktuell einfach nicht so die Zeit,
da was Großes anzufangen. Deshalb wird es sich jetzt erstmal wieder auf etwas aufwendigere Commentaries beziehen und nicht mehr so auf diese ganz gigantisch aufwendigen Videos, wie ihr sie vielleicht von mir erwarten würdet, nach einer so langen Pause. Gut, das war's auch schon. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Ganze kommentieren. Wie gesagt, nicht vergessen, eure Themenvorschläge in die Kommentare zu packen oder mir irgendwie sonst zukommen zu lassen. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.